Servus und hallo meine Freunde zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem TSV 1860 München. In der letzten Folge haben wir ja drei Neuzugänge gekriegt mit dem Lukas Podolski, mit dem Bellingcamp und mit dem Italiano. Mal schauen, ob wir in der Folge auch noch einen kriegen, aber das Wichtigste, was jetzt erst einmal kommt, ist ein Spiel im DFB-Pokal. Und zwar gegen Bielefeld. Da müssen wir schauen, dass wir was reißen können. Und auch das Spiel wird heute selber gespielt. Bin schon am Simulieren. Dafür. Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, was euch besser gefällt, wenn, jetzt mal, wenn ich das Battle, die Videoaufnahme, oben habe oder unten habe. Da mich einfach mal interessieren, mir gefällt es unten tatsächlich ein wenig besser. In die Spiele wäre es aber trotzdem weiterhin wahrscheinlich Omad haben. Aber das muss ich dann nur entscheiden. Hey Boss, besteht die Chance, dass ich im nächsten Spiel spielen darf? Ich darf einmal sagen, das Team steht noch nicht fest, aber bei meiner Entscheidung werde ich deinen Wunsch berücksichtigen. So, wir haben 8 neue Mails. So, auf Scoutrom United mich an Leonard Grill bietet 840.000. Scouting Abschluss für Julil. Uninteressant. Der war auf jeden Fall interessant. Patrick Nemeth. Boah. War jetzt an sich auch nicht uninteressant, aber auf ZOM bin ich eigentlich ganz gut besetzt momentan. Davon merken wir aber trotzdem meine Transferzentrale. Mit dem Herbert Paul, Forderung vom Herbert Paul, also Belkahia ist verkauft. Markus Ziereis näht. Bayer war für Simdog verletzt. Müsste aber jetzt eigentlich auch schon wieder fit sein. Aber Weber ist gespart. Ja, das ist dann die Chance für Bella Kopcha. So, Bicirullo ist mittlerweile genauso stark wie der Lex. Lex ist auch mittlerweile schwächer wie der Italiano. Und der Poldi ist ja sowieso besser. Der Prinz Poldi. So, jetzt mal automatisch ersetzen, weil es eh gerade auf dem Ding hinten ist, auf der Bank. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mit dem Paul starte. Ich starte jetzt einmal mit dem Paul einfach aus dem Grund, weil der Bayer sehr wenig Ausdauer noch hat. So. Dann schauen wir einfach mal, was wir reißen können gegen Bielefeld. So. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Der Lukas Podolski und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Es könnte ein Superspiel werden. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht. Ein offenes Duell. Alles möglich. Und von daher glaube ich, in der Wüste eine spannende Partie. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden.
Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. So. Oh, schlechter Pass. 1860 München ins heutige Spiel. Schauen wir uns kurz die Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Oh, und Bellingham schlecht. Da ist das erste Tor. Ah, Bellingham geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt der Ballverlust. Schlechter Pass vom Windsheimer. Schipler. Er geht vorne. Abseits. Philipp Steinhardt. Daniel Wein. Wenn Sie heute irgendeiner anbieten dann und dann. Wein wird jetzt eigentlich nicht hier. Macht er gut. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Da verlieren sie den Ball. Kann er was draus machen? Oh, Bikiru. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Sie haben den Ball. Und 1-1. Jawohl. Gefällt mir ja bisher richtig gut. Hier ausgesperrt den Konter. Da passt er gut auf und dann ist er einfach Gedanken schneller als die anderen. Der Abschluss dann nur noch vorne. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Windsheimer. Bekirulu, Podolski. Oh, Podolski, nicht den Mann halt dran. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, wir den habe ich gerufen. Den Pass. Philipp Steinhardt. Daniel Wein. Sieht gefährlich aus. Oh, der war sauber zweit. Aber gut gedacht. Ja, ist gut gemacht. Sie holen sich den Ball. Mit zurückspielen. Bella Kopcha. Podolski. Klasse Pass. Oh, er kriegt einen Ball nicht durch mit dem CS. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Jawohl, Poldi. Ballverlust. Oh, da wollte jetzt einer ziehen. Im rechten Flügel und damit links abschießen. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Gute Aktion. Hartherz. Jetzt wird's gefährlich. Schönes Deck. Oh, schön. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, schön, Freigelaufen vom Ziereis. Gefährlich! Ja, könnte was werden. Macht er gut. Mit der linken Klebe von Poldi aus der Drehung. Aber leider kein Tor. Tor von Poldi. So. Die Kirulu. Ist jetzt. Oh, einer anbieten hat, so wie der Podolski. Kommt nicht durch. Schipplock. Hartherz. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viele Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Gut verteidigt von Paul. Den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Bellingham. Ja, Bella Kopcha. Wieso sage ich immer Bellingham? Oh. Cedric Brunner. Nein,
Oh, der war im Abseits. Ui, da haben sie Glück gehabt, das wäre eine gute Chance gewesen, aber abseits. So. Wird durch einiges steiler spielen. So, und jetzt ein Konter. Schlecht ausgespielt. So. Der Ballverlust. Jetzt Kim. Ball draußen, wird Einwurf geben. Cedric Brunner. Jetzt müsste halt der Druck kommen, wenn der so einen Fehler macht. Ja, könnte was werden. Könnte die Führung werden. Oder wer hätte ihn ab? Kann er so ausspielen lassen. Spielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. So. Italiano. Einfach mal aus der zweiten Reihe, aber ja, schlecht. Nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber. Muss aber jetzt auch nicht, ob er überhaupt der Rechtsfuß ist oder Linksfuß. Doch zu unpräzise, da hat eine Menge gefehlt. So. Stellt es einmal ein wenig um. Podolski mitten. Pekirulo geht runter für Lex. Lex um einiges schneller ist wie der Kager. Und schauen wir mal, ob wir da vielleicht ein wenig mehr zu reißen, wenn der Poldi in der Mitte spielt. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Oh, bei so einem Pass, da wiederum halt ganz anders. Schiplock. Erneut so ein hervorragender Pass. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst. Er versucht's. Er ist noch eins. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Hereingabe in die Mitte. Ich krieg den Ball gerade nicht raus. Macht er gut. Die machen Druck und auch die Fans machen sich laut. Schönes Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Und da ist es 3-1. C5-Wahl! Das gibt's ja nicht. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. So. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Schöner Steilpass. Er gibt Abseits. Abseits gewinnen. Gute Chance gewesen. Blick an die Seitenlinie, da tut sich was. Arminia Bielefeld mit dem Wechsel. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung. Oh, schlechter Pass. Er ist sich mit seinem neuen Arbeitgeber einig geworden. Er spielt demnächst für den FC Valencia. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein. So, Italiano. Ja, jetzt muss er aufpassen. Boah, schön ausgespielt. Und Winzheimer kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Hartherz. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Boah, kriegt er nicht hin. Aber wir haben noch Zeit. Wir haben noch 30 Spielminuten Zeit. Sehe ich ähnlich, er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Was macht er draus? Klasse Pass! Oh, ich kriege einen Ball nicht vorbei. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Chance zum schnellen Konter vergeben, aber sie bleiben dran. Cedric Brunner.
Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Mächtig auf dem Poldi oben. Topball. Cedric Brunner. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Klasse Aktion, Ball ist weg. So, Bella Kopcha. Das könnte eine Gelegenheit sein. Italiano. Flanke, aber zu nah vom Tor. Jetzt Kim. Gefährlich. Gute Aktion. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Schade. Da war sicher mehr drin. Robin, klären müssen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Ja, das war jetzt nicht so gut. So. Warum war es jetzt anders? Ich schiebe jetzt einen Poldi in Sturm und bring dann an Gepard. Und da auf dem Flügel bringe ich Flügel. Die Verteidigung bringe ich an Bayer. Und jetzt Doppelwechsel. Tolles Zuspiel. So, Winzheimer. Und da kommt der Podolski Eischirm 3-2. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Und den Assist, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Super, wie er da das Auge für die Mitspieler hat. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauer nicht angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Boah, schön abblockt vom Steinhardt. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Ecke wird kurz ausgeführt. Und noch ein Eck. Momeko blockt vom Italiano. Wir spenden wieder kurz aus. Kurze Ecke. Wieder blockt. Ballgewinn, gefährliche Position. Was für eine Chance. Das gibt's da nicht. Du kriegst das 4-2. So. Was hier noch passiert. Aktueller Spielstand. Flex. Oh, ich kriege den Ball nicht unter Kontrolle. Sie holen sich den Ball im Mittelfeld wieder. Ha? Das war faul. Da muss er freistehen. Warum ist er faul? Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance. Jetzt Kim. Minuten sind noch zu absolvieren. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Sie bringen den hohen Ball. Macht er gut. Nimm ihn auf, Bummann. Er schießt. Mit ihrem Passing erkämpfen sie sich hier dieses Tor. Und Wolf, das ist so schlecht. Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär, der Ball war hinter der Linie. Kriege den Bojani durch. Weg ist der Ball. Ein berechtigter Freistoß. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Lex. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Jetzt ist es gefährlich. Hereingabe in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Oh mei. Das ist halt schon. Es ist bitter.
Der Ballverlust, keine gute Aktion. Das ist der Schlüssel für diesen Spiel. Oh, Scheiße. Sie verlieren und damit bleibt der Pokalsieg leider. So ein schlechtes Spiel von mir. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Bella Kopcha hat beim ersten Spiel für 1860 eine tolle Leistung gezeigt. Wir haben sein starkes Debüt gesehen. Ja, ich sage jetzt mal so, dass er beim 1-0 auf jeden Fall der klar der Schuldige war. Er kann auf jeden Fall noch mehr. Er hat sich schnell zurechtgefunden und ruft klasse Leistungen ab. Aber natürlich geht da noch mehr. Ich glaube, wir haben von Amel, der heißt Amel, noch lange nicht alles gesehen. Deftige Niederlage gegen DSC Arminia Bielefeld. Ihr Kommentar? Eigentlich muss ich sagen, wir machen furchtbar. Solche Fragen motivieren uns nur zusätzlich fürs nächste Mal. Hoffentlich hören meine Jungs gerade gut zu. In der zweiten Hälfte hofften sie sicher auf die Wende, aber am Ende steht dann eben doch diese deutliche Niederlage. Kam ihr letztes Tor einfach zu spät? Ja, kann man jetzt nicht einmal sagen, weil es war 3-2. In der 60. Minute. Eigentlich muss ich sagen, unser Auftritt war inakzeptabel. Diese Spielweise gilt es keine Entschuldigung. Wir hätten wieder ins Spiel reinkommen müssen. Solche Konzentrationsmängel will ich nicht nochmal sehen. Es ist einfach zu wenig. Ich danke Ihnen. Ja, dann muss ich wohl aufs nächste Spiel hoffen, Boss. Es war eine schwere Entscheidung. Felix Wewert sperrt es abgelaufen. Mit Zimmer 60 wird einfach auch noch immer besser wie der Bella Kopcha. Nein, nicht einmal. Ich möchte einen Lex. Beziehungsweise kann den Lex in den Sturm einstellen. Dann bleibt der Poldi auf rechts und der Big Rulo bleibt in der Mitte. Habe ich auf jeden Fall eine stärkere Offensive. Aber ja, hilft ja leider nicht. So, jetzt versucht man nochmal den Stürmer zum holen. Viktoria Köln. Wir holen Markt wird einfach nochmal gestinges. So, 2,3 Millionen kriegst. Boah, 3,6 bist du wahnsinnig. 2,5. Ganz ehrlich, Verhandlung beenden, das der mal eindeutig Steyr. Stand jetzt. Schauen wir einfach mal, was neues seit Stürmer möglich ist.
Hauptsache ich scout überhaupt keine Stimme oder wie? Nö. Stammspielerqualität. Und sie sollten unter 20 sein. So, das muss jetzt mal scouten. Ich sag, heute beende ich später ein bisschen die Aufnahme ein bisschen früher. Einfach weil ich ein bisschen eine kürzere Folge einstrammen muss. Beziehungsweise eh wieder 25 Minuten Folge. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Über ein Like, da würde ich mich freuen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob es euch besser gefällt, wenn es Battle oben ist oder unten. Wo es euch besser gefällt, wenn wir die mal drauf halten. Ich sage danke und auf Wiederschauen, reingehauen.